Hey Leute, heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist Soft Touch? Soft Touch ist eine spezielle Oberfläche bzw. ein Obermaterial, was in Fußbällen zum Einsatz kommt und was vor allem bei Glidermodellen verwendet wird. Soft Touch handelt es sich dabei um eine eher weiche Oberfläche, das heißt, der Ball lässt sich etwas leichter eindrücken, als es bei normalen Trainingsbällen wie dem Top Training oder dem Juniorball der Fall ist. Soft Touch hat die Eigenschaft, dass ein Schaummaterial zuerst aufgebracht ist auf die Paneele und dann darauf die Schutzschicht, in der im Endeffekt kommt, wie wir sie hier haben, die den Schaum, der darunter ist, schützt. Dadurch lässt der Ball sich leicht eindrücken, und hat einfach spezielle Eigenschaften, die bei Gliderbällen von unglaublich vielen Spielern geschätzt werden. Der etwas weichere Ball, müsst ihr aufpassen, lässt sich nicht ganz so hart aufpumpen wie gewöhnliche Bälle. Das heißt, man hat einen Ball, der immer etwas weicher ist und immer etwas leichter einzudrücken ist. Trotz allem ist der Torfabrik Gliderball oder alle anderen Soft-Touch-Bälle sind keine reinen Kinderbälle, sondern Bälle in normaler Größe für den normalen Erwachsenenbereich mit einem normalen Gewicht. Gliderbälle mit Soft-Touch zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie besonders günstig sind und haben eine in der Regel maschinelle Nahtverarbeitung. Neben dem Torfabrik Glider kommt Soft Touch auch noch in Capitano-Bällen zum Einsatz. Ich schreibe euch unten nochmal in die Beschreibung rein, bei welchen Bällen dieses Soft Touch-System derzeit zum Einsatz kommt. Und dann, wenn ihr Fragen zu Soft Touch habt, immer gerne einfach raus damit unten über die Comments.